Bundesamtes, ich mache den Fehler immer, Maria Krautsberger. Beim UBA und im BMU wurde die Studie betreut von Herrn Thomas Ferris und von Frau Angelika Gellrich, die hier zu meiner Rechten und zu meiner Linken sitzen. Anwesend ist auch der Frieder Rubik, der die Studie leitend für das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung betreut hat. Herzlich willkommen, Herr Rubik, auch. Nachdem die Studie vorgestellt worden sein wird durch die Ministerin und durch Frau Krautsberger, besteht wie immer Gelegenheit für Fragen. Und nachher haben wir da schon aufgebaut unsere schönen Plakate für unsere neue Klimakampagne. Da können wir auch noch Fotos machen und sicherlich besteht auch die Möglichkeit noch für O-Töne. Frau Ministerin. Ja, ganz herzlichen Dank und auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Sie wissen, dass seit mehr als 20 Jahren das Bundesumweltministerium die Deutschen zu ihren Einstellungen zu Umweltthemen befragt. Und für die aktuelle Studie haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2018 rund 4.000 Personen befragt. Das war also noch bevor eigentlich Greta Thunberg und Fridays for Future so richtig bekannt wurde. Das muss man einfach für den Hintergrund noch mal wissen. Das war auch deutlich vor der Europawahl am Sonntag, bei der wir ja gesehen haben, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Umwelt-, den Klimaschutz als wichtiges Thema auch werten und das auch deutlich gemacht haben. Den Trend in der öffentlichen Meinung, den man jetzt auch auf der Straße bei den vielen jungen Leuten oder bei den YouTube-Klickraten erlegt hat, der spiegelt sich auch in unseren Umfrageergebnissen wider. Die Sorge um den Zustand unserer Natur ist allgegenwärtig und die Umweltpolitik ist schon lange kein Nischenthema mehr. Rund zwei Drittel der Befragten schätzen den Umwelt- und den Klimaschutz als eine sehr wichtige Herausforderung ein. Das sind 11% mehr als im Jahr 2016. Zugleich sieht man aber auch, dass die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger steigt. Das Engagement aller Akteure wird deutlich kritischer bewertet als in den Vorjahren. Mit dem Engagement der Industrie sind nur 8% zufrieden, mit dem der Bundesregierung nur 14%. Mit dem Engagement der Städte und Gemeinden sind 24% der Befragten zufrieden und mit dem der Umweltverbände immerhin 71%. Auch das eigene Engagement bewerten die Bürgerinnen und Bürger sehr kritisch. 19% sind sich mit sich selber zufrieden bei dem, was sie tun. Vor zwei Jahren waren das noch deutlich mehr, nämlich 34%. Und das zeigt eins ganz deutlich. Die Dringlichkeit der Klima- und Umweltschutzthemen ist zwar in den Köpfen angekommen, aber bei vielen eben noch nicht im Handeln. Und diesen Befund, den verstehe ich durchaus auch als Auftrag. Erstens für eine CO2-Bepreisung, die hilft, die Lücke zwischen dem Bewusstsein und dem Handeln dann auch wirklich zu schließen. Momentan ist es oft noch so, dass klimafreundliches Verhalten teurer ist als klimaschädliches Verhalten. Es sollte aber umgekehrt sein. Billiger sollte es für jene sein, die in ihrem Alltag oder bei ihren Kaufentscheidungen auf Klimaschutz dann auch wirklich achten. Und darum arbeite ich mit Hilfe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an einem Konzept, das CO2 einen Preis gibt, also einen Anreiz setzt, lieber öfter mit der Bahn oder mit dem Fahrrad als mit dem Auto zu fahren, um eben nur ein Beispiel zu nennen. Bedingung ist, dass kleinere, mittlere Einkommen dabei nicht belastet werden. Und darum will ich, dass der Staat aus der CO2-Bepreisung nicht das Geld nicht behält, sondern den Bürgerinnen und Bürgern wieder zurückzahlt, und zwar pro Kopf. Denn davon profitieren dann vor allen Dingen diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen. Ich fühle mich durch die Studie zudem bestätigt, dass Deutschland ein verbindliches Klimaschutzgesetz braucht. Eines, das alle Bereiche auch wirklich in die Pflicht nimmt. Denn dass die Bundesregierung in dieser Studie vergleichsweise schlecht bewertet wird, das liegt natürlich auch daran, dass im Jahr 2018 noch nicht in allen Bereichen wirklich die Aufgaben auch angenommen worden sind, CO2 zu reduzieren. Für erfolgreichen Klimaschutz braucht Deutschland aber eine Verkehrspolitik, eine Baupolitik, eine Landwirtschaftspolitik, eine Energiepolitik, die Klimaschutz wirklich ernst nimmt und vorantreibt. Das ist auch die klare Erwartung der Befragten. 72% wollen Umwelt- und Klimaschutz in die Energiepolitik integrieren.
68% in die Landwirtschaftspolitik, 54% in die Städtebaupolitik und 53% in die Verkehrspolitik. Genau dafür wird übrigens mein Entwurf für das Klimaschutzgesetz sorgen. Sie haben das ja sicherlich mitbekommen. Ich habe den gestern in die Ressortabstimmung gegeben, um eben weitere Schritte da voranzukommen. Ich warte nämlich seit Februar darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Union sich zu dem Entwurf des Klimaschutzgesetzes auch wirklich äußern. CDU und CSU haben bis jetzt leider nur gesagt, was sie alles nicht wollen. Jetzt ist es aber an der Zeit, in den nächsten Schritt zu gehen. Als Ressortchefin für den Klimaschutz kann ich da nicht länger auf Befindlichkeiten Rücksicht nehmen. Die Bürgerinnen und Bürger haben sehr klar zum Ausdruck gemacht, dass ihnen der Klimawandel Sorge macht, dass sie wollen, dass die Regierung jetzt auch wirklich handelt und dass wir wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel beschließen und endlich Verlässlichkeit hineinbekommen in das, was die Bürgerinnen und Bürger da zu erwarten haben. Die Europawahl hat mich natürlich in dieser Überzeugung gestärkt, dass das Thema nicht auf die lange Bank geschoben werden darf. Vertagen ist einfach keine Option. Ich kann es jedenfalls nicht verantworten, hier noch mehr Zeit zu verlieren. Wir haben in der Studie auch nach den Einschätzungen zu einzelnen Politikbereichen gefragt. In der Energiepolitik sind die Bürgerinnen und Bürger weitgehend mit den Zielen einverstanden, etwa damit, dass durch die Energiewende die Kohleverstromung schrittweise beendet wird. Gleichzeitig ist die Mehrheit der Befragten der Auffassung, dass die Energiewende zügiger gestaltet werden muss, um das Klima zu schützen. Ich sehe das natürlich verständlicherweise ganz genauso. Hier gilt es endlich, die Bremsen zu lockern, zum Beispiel beim Ökostromausbau. Ich sehe keinen Grund mehr, warum es einen Deckel für Solarstrom von Dächern geben soll. Dieser Deckel muss endlich aufgehoben werden. Beim Thema Landwirtschaft attestieren die Befragten eine große Lücke zwischen Anspruch und Realität. Bei den Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt gaben rund 90% der Befragten den Rückgang der Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren als ein sehr großes oder eher großes Problem an. Ähnlich verhält es sich bei den Umweltbelastungen durch Pflanzenschutzmittel, etwa durch Glyphosat oder Überdüngung. Es gibt große öffentliche Mehrheiten für meinen agrarpolitischen Kurs, für weniger Überdüngung, weniger Perspektive und mehr Lebensraum für Insekten und andere Arten in der Agrarlandschaft. Und es wird Zeit, dass auch der Koalitionspartner dem endlich Rechnung trägt. Auch im Bereich der Mobilität gibt es eine große Kluft zwischen den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger und dem Ist-Zustand. Aus Sicht der Befragten muss der Verkehr Umwelt und Klima möglichst wenig belasten. Die Befragten haben allerdings mehrheitlich den Eindruck, dass sich die Verkehrspolitik vor allem an den Interessen der Wirtschaft orientiert und kaum an Umwelt- und Klimaschutz oder an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger. Bevor Frau Krautsberger Ihnen weitere Details noch vorstellen wird der Studie, will ich noch nahe auf die Motive hinter Ihnen hinweisen. Sie greifen ja in gewisser Weise auch das auf, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten, nämlich Hashtag kein Aber beim Klimaschutz. Und das ist das Motto unserer Kampagne. Damit wollen wir die Negativaussagen, die es ja im Klimaschutz gibt, wollen wir positiv auflösen und auch auf die Vorteile von Klimaschutz hinweisen, auf die Vorteile für Wirtschaft, für Umwelt, aber auch für uns als Gesellschaft insgesamt. Sie werden das sehen, auf den Plakaten heißt das zum Beispiel, beim Klimaschutz sind wir richtig am A und dann wird das aber aufgelöst als Arbeiten. Sie wissen, dass das auf mich und dieses Ministerium wirklich seit langem zutrifft. Morgen tagt wieder das Klimakabinett und ich will es mal im Sinne dieser Plakate auch positiv formulieren. Jetzt hat jeder in der Regierung die Chance zu zeigen, dass er auch am Arbeiten, wie es auf den Plakaten ist, auch am Arbeiten ist. Ich glaube, das ist notwendig und das wird in dieser Studie noch mal sehr deutlich, dass die Menschen das auch erwarten. Ich darf, glaube ich, fließend übergeben zu Frau Krautsberger. Ja, vielen Dank. Ich will da anschließen. Manches hat Frau Ministerin Schulze auch schon gesagt, aber auf einige Dinge gehe ich vielleicht noch ergänzend ein. Nochmal zur Erinnerung, die Umweltbewusstseinsstudie ist in der Tat ein großer Datenschatz, den ich jetzt nicht in 10 Minuten komprimiert Ihnen übermitteln kann. Interessant sind vor allem auch die Zeitreihen, denn sie zeigen, wie sich die Einstellungen der deutschen Bevölkerung seit 1996, seit wir das machen, zum Umweltschutz verändert haben. Und dazu gehört auch eine Frage, die wir seit dem Jahr 2000 wiederholt stellen. Wie schätzen Sie den Zustand der Umwelt ein? Und
Es ist schon ein Kernergebnis der aktuellen Studie, dass der Zustand der Umwelt deutlich schlechter bewertet wird als in früheren Jahren. Nur noch 60% der Befragten bewerten die Umweltqualität in Deutschland als sehr gut oder gut. Das ist der niedrigste Wert, seit wir die Frage stellen, und das war im Jahr 2000. Bei der letzten Befragung waren das immerhin noch 75%. Man muss solche Ergebnisse natürlich auch immer einordnen. Die Befragung fand im letzten Jahr statt, im August und im September, wie wir schon gehört haben. Wir erinnern uns, der Sommer 2018 war extrem heiß und trocken. Es gab Waldbrände, es gab Bürger und Bürgerinnen haben Straßenbäume bewässert. Die Landwirtschaft hat Ernteausfälle vermeldet. Und all dies zeigte ja sehr deutlich, dass die Folgen des globalen Klimawandels auch in Deutschland zu spüren sind. Dass der Klimawandel keine abstrakte, sondern eine sehr reale Bedrohung ist. Und ich erinnere, ein anderes Thema beherrschte die öffentliche Diskussion, die Luftverschmutzung mit Stickstoffoxiden, mit Feinstaub, vor allem in den Städten, und auch das Bienen- und das Insektensterben war ein Riesenthema. Und all dies hat dazu beigetragen, dass die Bevölkerung den Zustand im Jahr 2018 deutlich schlechter eingeschätzt hat als früher. Ja, da schließt sich natürlich die Frage an, entspricht diese Einschätzung der tatsächlichen Entwicklung? Die muss man schon auch stellen. Das ist auch nicht in allen Bereichen der Fall. So muss man feststellen, die Luft in den Städten in den letzten Jahren ist insgesamt besser geworden, auch wenn wir nicht überall die Luftqualität erreicht haben, die wir aus gesundheitlichen Gründen brauchen. Oder die Gewässer, auch wenn unsere Gewässer immer noch sehr stark mit Nitrat, mit Pflanzenschutzmitteln, mit Arzneimitteln, Chemikalien oder Plastik belastet sind, so hat sich doch der Zustand der Seen und Flüsse in den letzten Jahrzehnten verbessert. Aber die Umfrage zeigt, dass die Bevölkerung vor allem die größten Umweltprobleme, also die, die unsere Lebensgrundlagen auch existenziell gefährden, deutlich erkannt hat. Und das sind der Klimawandel und der Rückgang der Arten. Und sie haben das nicht nur erkannt, sondern die Mehrheit der Bevölkerung erwartet ganz klar mehr Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz. Und vor allem, und zwar von allen Akteuren, Ministerin hat es genannt, der Bundesregierung, den Landesregierungen, der Wirtschaft, aber auch von sich selbst. Naja, es gibt auch andere aktuelle Umfragen, vor allem die Forschungsgruppe Wahlen vom 10. Mai hat ja diesen Trend bestätigt, sodass sich die Umweltbewusstseinsstudie hier durchaus auch einordnet und auch die Richtung aufzeigt. Die Ergebnisse zu den Schwerpunktthemen, die wir gewählt haben, Energiewende, Landwirtschaft und Verkehr, spiegeln all dies wider. Bei der Energiewende, haben wir gehört, hat für die Befragten die höchste Priorität, dass der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland schnell und deutlich abnimmt. Die Zustimmung zur Energiewende ist insgesamt sehr, sehr hoch. 95% finden die Steigerung von Energieeffizienz durch neue Technologien wichtig. 92% den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und es ist auch bemerkenswert, dass für 81% der Befragten die Energiewende zu langsam vorangeht. Das hat Frau Schulze ja auch eben deutlich gemacht. Die Mehrheit wünscht sich in der Tat deutlich mehr Tempo beim Klimaschutz. Auch soziale Aspekte haben hier einen hohen Stellenwert. 94% finden es wichtig, dass Energieversorgung für alle bezahlbar bleibt. Und 92% befürworten übrigens auch, dass neue Arbeitsplätze in den Regionen, die vom Kohleausstieg betroffen sind, geschaffen werden. Man erwartet also Strategien für eine sozialverträgliche Gestaltung des Umwelt- und Klimaschutzes. Und es ist ja in der Tat so, Umweltschutz und soziale Ziele können Hand in Hand gehen. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass einkommensschwache Haushalte oft stärker von Umweltbelastungen betroffen sind, von weniger Abgasen und besserer Luft profitieren diese also am meisten. Oder nimmt man nur das triviale Beispiel von Energiesparberatungen für einkommensschwache Haushalte. Das mag trivial erscheinen, aber es ist eigentlich ganz simpel. In den vergangenen 10 Jahren wurden rund 300.000 Haushalte durch Stromsparchecks beraten und konnten damit ihren Energiebedarf und auch die Kosten senken. Immerhin 100 bis 250 Euro pro Haushalt und Jahr.
Bei der Landwirtschaft haben wir schon gehört, betrachten die Menschen in Deutschland die Umweltauswirkungen insbesondere mit großer Sorge. Die Belastung von Böden und Gewässern und der Artenverlust, muss darauf nicht noch mal eingehen. 63% finden auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln problematisch. Und wir wissen, beides steht ja in einem engen Zusammenhang. Unsere Studie hat auch ergeben, dass sich 92% der Befragten ganz klar für höhere Umweltauflagen und strengere Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel aussprechen. Das sage ich als UBA-Präsidentin natürlich an dieser Stelle. Muss ich darauf hinweisen, dass das ein Ergebnis ist, was ja auch unsere Arbeit bestätigt. Eine Mehrheit der Befragten unterstützt ganz generell ambitionierte Maßnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt. Und insofern kann Politik ruhig mutiger sein und den gesetzlichen Rahmen so gestalten, dass die umweltschädlichen Folgen der intensiven Landwirtschaft wirksamer begrenzt werden. Aktuell gibt es ja durchaus eine Chance für einen Kurswechsel. Wir schauen mit großem Interesse auf die Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik. Auch von dem Hintergrund des neuen EU-Parlaments wird man sehen, in welche Richtung das möglich sein wird. Eine finanzielle Förderung von umwelt- und klimagerechten Maßnahmen sieht auch eine Mehrheit der Befragten, hält eine Mehrheit der Befragten für wichtig. Eine stärkere finanzielle Unterstützung von Landwirtinnen und Landwirten sehen 82% der Befragten immerhin, um den Landwirtinnen und Landwirten auf den Höfen zu helfen, mehr Umwelt- und Klimaschutz zu betreiben. Ja, die Mobilität. Auch bei der Entwicklung des Verkehrs ist den Befragten am allerwichtigsten, dass Umwelt und Klima möglichst wenig belastet werden. Das war ein klares Ergebnis. Und gleichzeitig ist ja die Mobilität ein Bereich, in dem wir eine deutliche Lücke zwischen dem Bewusstsein und dem tatsächlichen Handeln immer noch feststellen. Für die Befragten unserer Studie ist das eigene Auto das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel für Wege im Alltag. 70% immerhin nutzen es regelmäßig und das begründen über 60% mit Zeitersparnis oder damit, dass die Ziele mit anderen Verkehrsmitteln nur schlecht zu erreichen sind. Und hier kommt wieder die Politik ins Spiel, die den Rahmen setzt. Sie muss versuchen, Alternativen zum Auto zu schaffen. Es geht nicht darum, das Auto zu verbieten, aber der öffentliche Verkehr muss ausgebaut werden und eben nicht nur in den Städten, sondern vor allen Dingen auch auf dem Land. 90% der Befragten stimmen zu, dass dringend mehr für den öffentlichen Verkehr getan werden muss. Und 91% finden zudem, dass der ÖPNV kostengünstiger werden muss. Und das ist wiederum ein gutes Beispiel für Synergien zwischen Umweltschutz und sozialen Zielen. Denn von einem kostengünstigen ÖPNV würden gerade einkommensschwächere Haushalte profitieren. Allerdings, und das muss man an dieser Stelle sagen, verläuft die Entwicklung genau in die andere Richtung. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass der ÖPNV in den letzten Jahren deutlich teurer geworden ist. Tickets für Busse und Bahnen haben seit dem Jahr 2000 sich um fast 79% verteuert. Der Kauf und der Unterhalt von privaten Autos hat sich dagegen nur um 39% verteuert. Man sieht also, diese Entwicklung läuft nicht nur den Klimazielen, sondern eigentlich auch sozialen Zielen zuwider. Ja, in unserer Studie finden sich viele interessante Ergebnisse. Sie zeigt, und damit will ich dann auch zum Schluss kommen, vor allem, dass die Bevölkerung erkannt hat, dass alle Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die großen Umweltprobleme mutig angehen müssen. Umwelt- und Klimaschutz sehr viel stärker in allen Politikbereichen berücksichtigt werden müssen. Und wahrscheinlich muss man sich auch mit der einen oder anderen radikalen Forderung, zum Beispiel der Fridays for Future-Bewegung, intensiver auseinandersetzen, auch wenn man sie heute noch nicht wirklich abbilden kann in politisches Handeln. Man sollte ihnen zuhören und sehen, welche Vorstellungen auch die junge Generation hat und wie man ihnen entsprechen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dann besteht jetzt die Möglichkeit für Fragen. Da vorne, bitte. Ich glaube, im Tagesspiegel heute Morgen eine Reportage über die AfD-Wähler im Osten. Und da sagte einer in einem Dorf, wo ohnehin schon 40% AfD wählen, wenn die CO2-Steuer kommt, dann wählen hier alle AfD. Das glaube ich, was da stand. Und das bringt mich zu der Frage,
wie Sie damit umgehen, dass Sie möglicherweise mit Ihrer Klimapolitik sicher mit der CO2-Steuer der AfD-Wähler zutreiben. Und generell zu der Frage, ob es in der Studie zwischen Ost und West Unterschiede in der Befindlichkeit gibt und festgestellt wurden, also solche, die signifikant sind. Ich fange mal an mit der CO2-Steuerfrage. Ich glaube, dass man über einen CO2-Preis einfach reden muss und dass man zeigen muss, wie das so gehen kann, dass eben gerade Menschen, die wenig Geld haben, die mittlere, kleinere Einkommen haben, nicht zusätzlich belastet werden. Deswegen sage ich ja auch, dass es wichtig ist, ein konkretes Konzept vorzustellen. Heute geistern sehr viele unterschiedliche Vorstellungen darüber durch den Raum, was eigentlich eine CO2-Bepreisung bedeutet. Für mich bedeutet es, endlich auch einen Anreiz zu haben, sparsamere Autos zu fahren, einen Anreiz zu haben, Gebäude zu dämmen, weil es sich dann auch wirklich lohnt und weil man, jedenfalls in dem Modell, was mir vorschwebt, ja Geld zurückbekommt. Ich glaube, so ein Modell kann man gut erklären. Es muss aber dann wirklich ausgereift sein. Wir haben keine drei Versuche, wo man mal testen kann, ob das denn wirklich so funktioniert. Und deswegen arbeite ich ja mit den Forschungsinstituten daran, das so hinzubekommen, dass gerade eben die mit den kleineren Einkommen, die meistens auch wirklich den kleineren CO2-Fußabdruck insgesamt haben, dass die nicht belastet werden und dass diejenigen, die heute meinen, mit großen, schweren Autos, die sehr viel Sprit verbrauchen, rumfahren zu können, dass die dann eben auch mehr dafür zahlen. Die können es sich auch leisten, finde ich. Und deswegen ist es die Frage eines konkreten Konzeptes und einer guten Vermittlung. Dann, glaube ich, kann man für so ein Modell auch werben. Ja, ich glaube auch, es ist die Frage, wie man dieses darstellt. Ich wollte es nur noch ergänzen und darauf hinweisen, das Umweltbundesamt fordert ja seit so vielen Jahren den Abbau klima- und umweltschädlicher Subventionen. Diesen Vorschlag unterstützt eine große Mehrheit der Befragten. Fast 90% stimmen dem zu und hier auch intelligentes System umzubauen, sodass keine Mehrbelastung von einkommensschwächeren Haushalten stattfindet, das ist schon möglich. Man muss das aber auch übersetzen und erläutern. Und zu Ihrer Frage, wir haben nicht gezielt Ost-West-Unterschiede abgefragt. Das ist eine repräsentative Untersuchung, aber wir haben keine deutlichen Unterschiede in den Befragungsergebnissen zwischen Ost- und Westdeutschen Bundesländern feststellen können bei diesen Fragen. Zwei Nachfragen nicht feststellen können oder gar nicht erhoben. Und die Nachfrage an Frau Schulze, wann wollen Sie denn Ihr Konzept vorlegen? Frage des Wanns. Wir haben ja vereinbart, dass wir im Klimakabinett darüber reden wollen. Das soll bei der Sommersitzung der Fall sein und bis dahin muss das dann auch fertig sein. Da sollen alle verschiedenen Modelle, die ja gerade erarbeitet werden, dann auch auf den Tisch gelegt werden. Zur zweiten Frage, wir können das nochmal aufschlüsseln, diese Frage, die Sie gestellt haben. Ich habe das jetzt nicht hier, aber ich weiß jetzt nicht, bis wann man dies machen kann. Also wie gesagt, die Antwort ist aber, es gab keine wirklich spürbaren Unterschiede in den Ergebnissen. Sonst hätten wir das auch dargestellt. Aber man kann das nochmal in den Zahlen sichtbarer machen. Was Klimapolitik angeht, den Druck für die Bundesregierung deutlich erhöht. Frage an Sie, können Sie sich leisten, überhaupt einen Kompromiss innerhalb der Koalition zum Beispiel zuzustimmen in der Klimapolitik, der nicht erkennbar zur Erreichung der vertraglich zugesagten Klimaziele beiträgt? Und hat sich das Reso-Video halt eigentlich recht eindrucksvoll nochmal bestätigt, was Fridays for Future eigentlich auch einklagt, ist, dass man wissenschaftliche Ergebnisse nicht zu Meinung macht, also wissenschaftliche Vorgaben zur Klimapolitik nicht zur Meinungsfrage erhebt. Wie stehen Sie dazu? Gibt es irgendwo einen Punkt, wo die Diskussion endet? Also es steht vollkommen außer Frage, dass wir die Klimaziele erreichen müssen. Worüber wir uns streiten, ist der Weg dahin, wie wir das genau machen. Aber dass Deutschland die verbindlichen Klimaschutzziele des Pariser Klimaschutzabkommens bis 2030 erreichen muss, das stellt, glaube ich, jedenfalls innerhalb der Bundesregierung niemand mehr in Frage. Der Weg dahin ist das, über was wir streiten. Und
da ist es mir als Sozialdemokratin wichtig, dass das ein sozial ausgeglichener Weg ist, dass es vor allen Dingen die trifft, bei den zusätzlichen Belastungen, die es sich auch leisten können und dass nicht gerade kleinere und mittlere Einkommen sozusagen, die das alles zahlen müssen, weil das wird überhaupt nicht funktionieren. Wir müssen die Menschen in den Regionen mitnehmen. Das hat bei der Frage des Kohleausstiegs gut geklappt. Da haben wir in dieser Kohlekommission einen guten Kompromiss hinbekommen, der dazu führen wird, dass wir unsere Ziele einhalten. Das muss aber auch in allen anderen Bereichen so laufen. Wir brauchen das auch für den Verkehr, wir brauchen das auch für den Rest der Industrie, wir brauchen das auch in der Landwirtschaft, bei den Gebäuden. Darum geht es im Kern im Klimaschutzgesetz. Und ja, man muss dafür auf dem Weg sicherlich Kompromisse machen. Das gehört in der Demokratie dazu. Aber es kann keine Kompromisse geben, die dazu führen, dass wir die Klimaziele nicht erreichen. Weil das stimmt ja einfach, was uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen. Wir können nicht mit dem Klimawandel, wir können nicht mit der Natur darüber verhandeln und sagen, warte doch noch mal ein paar Jahre. Das wird nicht gehen. Es ist vollkommen klar, dass Deutschland seinen Beitrag leisten muss bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes. Wenn man jetzt den Kompromiss der Kohlekommission sich anschaut, dass Braunkohle bis 2038 verbrannt wird, dann werden viele im Lande nicht glauben, dass da alle Spielräume ausgeschöpft wurden. Ja, aber die Aufgabe dieser Kohlekommission war, unter Einhaltung der Klimaziele, das war die oberste Direktive, zu sagen, wie wir so aus Kohle aussteigen können, dass wir gleichzeitig auch aus Atom aussteigen können. Also unter dieser Maßgabe ist dieser Kohleausstiegspfad entwickelt worden. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir diese Schritte jetzt so gehen, dass das alles auch schneller gehen kann. Wir brauchen dafür aber ehrlicherweise den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen die Leitungen, weil wir werden auch aus der Atomkraft aussteigen. Das heißt, wir müssen dann komplett andere Energiequellen haben. Und dieser Umstieg jetzt, ich glaube, wenn wir ihn starten und da ambitionierter jetzt rangehen, wird das eine andere Dynamik haben. Deswegen haben wir einen Überprüfungszeitraum. Wir sagen ja, es gibt eine Überprüfung und wenn es möglich ist, wollen wir schon 35 aussteigen und nicht erst 38. Damit wären wir eines der ersten Industrieländer, was sowohl auf Kohle als auch auf Atom verzichtet. Das ist schon ambitioniert, was wir da vorhaben. Aber alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen uns, es ist machbar. Und wir haben das ja gesehen, wenn ich das als Beispiel noch sagen darf, beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich weiß noch, als unter Rot-Grün damit begonnen wurde, erneuerbare Energien auszubauen, da hat man mir damals als Umweltaktivisten gesagt, 4% ist das Maximale, was das Netz in Deutschland aushält. 4% Erneuerbare. Danach bricht es auf jeden Fall zusammen. Wir haben heute fast 40%. Daran sieht man, was für Dynamiken mit dem Ausbau auch entstanden sind. Wir sind hier ein sehr innovatives Land. Wir haben sehr viel Know-how hier, sehr viel auch technisches, ingenieurwissenschaftliches Know-how. Und ich setze darauf, dass, wenn das ambitioniert jetzt und mit klarem Rahmen läuft, dass das dann auch schneller gehen kann. Ja, Frau Schulze, Christian Grimm von der Augsburger Allgemeinen. Ich wollte Sie fragen nach dem CO2-Preis. Sie schlagen ja 20 Euro pro Tonne vor, habe ich im Spiegel so gelesen in dem Interview. Dann könnten Sie ja mal sagen, welchen Betrag Sie mit einer Tonne CO2 verknüpfen und welche Lenkungswirkung sich daraus ergeben soll, wenn ich einerseits das Geld wieder bekomme, das ja aus dieser Steuer eingenommen wird. Warum sollte ich mir ein sparsameres Auto kaufen, wenn ich weiß, ich kriege das Geld ja wieder, was mir auf der einen Seite weggenommen wird? Wir steigen jetzt sehr tief ein in die Diskussion um das Modell eines CO2-Preises. Wenn ich das schon fertig hätte, hätte ich es Ihnen sicherlich auch schon öffentlich vorgestellt. Weil das nicht ganz trivial ist, das so zu machen, dass es wirklich eine Lenkungswirkung entfaltet, den Preis so zu gestalten, dass er verlässlich ist und dass er gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen entlastet. Deswegen sitzen so viele Forscherinnen und Forscher daran. Und da ist es nicht damit getan zu sagen 20, 100, 300 Euro, sondern es muss wirklich durchkalkuliert werden. Und das ist genau das, was wir da gerade tun. Deswegen habe ich keine Preise gesagt. Ich habe bei einer Veranstaltung, wo jemand gesagt hat, ist es eher 20 oder eher 200 Euro, gesagt, dass man wahrscheinlich eher niedriger einsteigt. Das glaube ich auch, dass das der richtige Weg ist, dass es was Aufwachsendes sein muss. So hat das in der Schweiz, in Dänemark, in
überall um uns herum haben das langsam eingepreist sozusagen. Es ist der Verlässlichkeit reingekommen. Und deswegen ist auch vollkommen klar, der CO2-Preis ist ein wichtiger Baustein, der kann an ganz vielen Stellen helfen, auf der Strecke. Das ist aber auf gar keinen Fall die Lösung für die CO2-Reduzierung, die wir in Deutschland brauchen. Das ist ein Baustein, ein einzelner Baustein. Dafür mache ich einen Vorschlag, wie das aussehen kann. Es hat eine Lenkungswirkung, weil man kriegt ja dann ein pro Kopf etwas zurück. Und wenn man dann nur so viel CO2 auch wirklich verbraucht, wie man zurückbekommt, dann spart man Geld. Wenn man mehr macht, muss man eben zahlen. Also das wird dadurch dann deutlich transparenter und klarer. Na, ich frage Sie, wenn Sie eher einen niedrigeren Preis festlegen, dann macht ja der Umstieg für mich keinen Sinn. Ich bekomme was zurück, zahle dann vielleicht, wenn der Liter Sprit 2-3 Cent teurer wird, dann lohnt sich für mich ja nicht der Neukauf eines Autos oder der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr. Und deswegen sage ich ja, das ist eine Lenkungswirkung, die man damit entfaltet. Es geht um Verlässlichkeit, um jetzt glasklar zu sagen, so werden sich die Preise entwickeln. Wenn du das nächste Auto anschaffst, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, dann achte darauf, dass es eins ist, was möglichst wenig CO2, also möglichst wenig Sprit verbraucht. Es geht um diese Lenkungswirkung. Es ist nicht das Allheilmittel für den Klimaschutz. Es reicht auf gar keinen Fall alleine. Das zeigen alle Studien, alle um uns herum sagen, es muss begleitet werden. Aber es ist ein kleiner Baustein. Und diesen Baustein, den möchte ich, dass wir den eben auch auf den Weg bringen. Weil wir werden alles brauchen, was da möglich ist. Jede eingesparte Tonne CO2 zählt am Ende. Und ich habe noch nicht den Eindruck, dass wir so viele Maßnahmen auf dem Tisch hätten, dass wir auf irgendwas verzichten könnten. Den Gesetzentwurf jetzt vorzeitig in die Ressortabstimmung gegeben. Ist das jetzt nur eine Verletzung von Usancen oder sogar der Geschäftsordnung und gehört das vielleicht jetzt irgendwie zur Strategie, weil Ihre Ressortkollegin Frau Barley hat ja eine ähnliche Strategie auch schon mal verfolgt und damit den Unmut des Koalitionspartners des jetzigen auf sich gezogen? Also wenn die Einhaltung des Koalitionsvertrages jetzt schon sozusagen zu Unmut führt, dann finde ich das doch etwas überraschend. Es gibt in der GO eine klare Festlegung, man gibt dieses Gesetz oder man gibt seinen Gesetzentwurf in die Koordinierung zwischen den einzelnen Ressorts. Jeder kann dazu seine Anmerkungen machen und dann kommt man zu einer gemeinsamen Entscheidung. Die Frühkoordinierung, in der das Gesetz seit Februar liegt, ist eine freiwillige Geschichte, die haben wir zusätzlich vereinbart. Es ist aber auch glasklar im Koalitionsvertrag, dass das nicht dazu führen darf, dass solche Gesetze unendlich verschleppt werden. Und ich bin mit meinem Entwurf seit Februar in der Frühkoordinierung. Jetzt haben wir Ende Mai. Es muss jetzt einfach die nächsten Schritte weitergehen, weil der Koalitionsvertrag ist vollkommen eindeutig. In 2019 soll ein Klimaschutzgesetz und alle notwendigen Maßnahmen, um die CO2-Reduktion zu erreichen, verabschiedet werden. Wann wollen wir denn da eigentlich damit anfangen, wenn nicht jetzt endlich mal? Ja? Es gibt Zeitabläufe, das muss auch ins Parlament, es gibt Anhörungsrechte, da werden ganz, ganz viele Menschen beteiligt werden müssen. Sowas kostet alles Zeit und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich es nicht verantworten kann, jetzt weiter zu warten, sondern das Gesetz ist auf dem Tisch, es muss im Klimakabinett besprochen werden, es muss mit den Kolleginnen und Kollegen besprochen werden. Ich bin auch offen, wenn jemand bessere Ideen hat, wie wir das EU-Recht umsetzen, wie wir die Pariser Klimaschutzziele umsetzen, dann müssen die jetzt auf den Tisch. Wir können dieses Thema nicht von Jahr zu Jahr vertagen. Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel, eine Nachfrage dazu. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde ja gerade, weil es Widerstand innerhalb des Ministerkollegiums gab gegen das Klimaschutzgesetz, das Klimakabinett gebildet und das tagt ja nun auch. Warum gibt es nicht dort die Möglichkeit, eben das zu besprechen, was Sie hier gerade als Problem geschildert haben? Das
Klimakabinett ist dafür gebildet worden, wirklich alle Maßnahmen gemeinsam miteinander zu koordinieren. Weil wir sehen ja, wir haben unser Ziel 2020, was wir uns ja freiwillig gegeben haben, nicht erreicht. Es ist uns nicht gelungen, zum Beispiel im Bereich des Verkehrs als Bundesregierung die Emissionen zurück, also die CO2-Ausstoß zurückzufahren. Der ist eher sogar noch gestiegen. Das heißt, wir brauchen eine bessere Koordination innerhalb der Bundesregierung. Das, was ich vorgeschlagen habe, ist ein klarer Rahmen, der Verlässlichkeit schafft, der sagt, ja, wir setzen das EU-Recht 1:1 bei uns um. Wir werden jedes Jahr die CO2-Reduktion erreichen, die die europäische Ebene uns vorgibt. Und ich schlage eben vor, dass man die Ziele runterbricht, dass jeder Bereich klare Vorgaben hat, was muss er erreichen. Und wenn das eben nicht gelingt, muss man sich darum kümmern, wo können wir denn zusätzliche Reduktionen erreichen und es nicht im Nirvana lassen, wie das im Moment der Fall ist. Ja? Weil es ändert sich jetzt was. Ab 2020 werden wir zahlen müssen als Bundesrepublik, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen. Wir werden zusätzliche Verschmutzungszertifikate kaufen müssen und den Nachbarländern dafür in der EU Geld geben. Das finde ich nicht akzeptabel für die Bundesrepublik. Wir müssen unsere Ziele, die wir zugesagt haben, in der EU auch erreichen. Und ich schlage den Rahmen vor. Die einzelnen Maßnahmen kommen aus den dafür zuständigen Ressorts und das Klimakabinett koordiniert das. Und jetzt haben alle meinen Entwurf vorliegen und können sich dazu dann eben auch qualifiziert äußern. Das ist in der Frühkoordinierung, liegt das ja erstmal nur im Bundeskanzleramt. Ja, Claudia Plass, ARD Hörfunk, eine Nachfrage nochmal dazu. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht ganz verstanden, warum Sie diese 2 Tage nicht abgewartet haben bis zum Klimakabinett. Also es wird ja jetzt, oder wie reagieren Sie auch auf die Kritik, dass Sie jetzt damit vorgeprescht sind und dass das für Unmut sorgt, dass Sie Ihren Entwurf in die Ressortabstimmung jetzt gestern gegeben haben? Dankeschön. Also das Klimakabinett wird alle Maßnahmen diskutieren. Das Klimaschutzgesetz ist aber der Rahmen, in dem das stattfindet. Und wie sollen denn meine Kolleginnen und Kollegen über ein Klimaschutzgesetz diskutieren, was ihnen gar nicht vorliegt? In der Frühkoordinierung liegt es im Bundeskanzleramt. Wenn das von da aus nicht weitergegeben wird, haben sie nichts vorliegen in den einzelnen Ressorts, worüber man dann qualifiziert reden kann. Ich möchte aber, dass darüber gesprochen wird, weil ich möchte, dass endlich auch sich in dem Bereich was bewegt. Ich mache da jetzt seit einem Jahr Druck. Ja? Seit einem Jahr sage ich immer wieder, es muss jetzt endlich was passieren. Und seit einem Jahr werde ich vertröstet. Auf die nächste Sitzung, auf den nächsten Monat, auf die nächsten Gipfel, auf irgendwas. Das geht doch so nicht weiter. Wir werden das Thema Klimaschutz in dieser Regierung lösen müssen. Wir werden Antworten geben müssen. Und es muss 2019 das Jahr des Handelns sein und nicht irgendwann. Und dieses Spiel, wir erklären allen, was wir nicht wollen, aber wir sagen nicht, was gewollt wird. Das geht so nicht weiter. Und deswegen habe ich das Klimaschutzgesetz jetzt offiziell in die nach der Geschäftsordnung vorgesehene Koordinierung gegeben, damit wir endlich Klarheit bekommen. Dieses abstrakte darüber reden, wir sind ja alle für Klimaschutz, aber das reicht nicht mehr. Es muss jetzt konkreter werden. Es müssen die Maßnahmen auf den Tisch, es muss konkreter gesagt werden, was wir jetzt tun. Das ist nicht nur meine Idee, das fordern ganz, ganz viele Menschen gerade ein. Und es ist auch notwendig, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erfüllen wollen. Und ich glaube, das stellt niemand mehr in Frage, dass wir das wollen. Eine Nachfrage bitte. Welche Rolle spielte die Europawahl und das schlechte Abschneiden der SPD bei Ihrer Entscheidung? Naja, ich habe es nicht vor der Europawahl rausgegeben, dieses Gesetz, weil das wäre sicherlich als Aktionismus gewertet worden. Da wäre gesagt worden, das macht die jetzt nur, um die Europawahlen zu beeinflussen. Deswegen habe ich es nicht unmittelbar jetzt vor der Wahl gemacht, aber es muss jetzt auf den Tisch, es muss miteinander diskutiert werden. Das ist vollkommen eindeutig und die Wahl sagt ja nochmal ganz vollkommen klar, dass die Menschen in der Bundesrepublik auch mehr Klimaschutz wollen. Sie sagen das im Moment noch sehr abstrakt. Deswegen will ich, dass wir über die Diskussion, in die Diskussion jetzt kommen, über die konkreten Maßnahmen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das sieht man ja auch in der Studie. Wenn es konkret wird und wenn es darum geht, dass wir das eigene Handeln auch verändern müssen, dann ist die Diskussion nämlich gar nicht mehr so einfach. Dem müssen wir uns aber stellen und da muss die Bundesregierung eine Antwort drauf geben. Vielen Dank. Das heißt, das Abschneiden, das Schlechte der SPD war überhaupt gar kein Grund für Sie, Ihr Gesetz in die Ressortabstimmung zu bringen an dem Tag? Naja,
Also, wenn wir mal ehrlich sind, liegt das Gesetz ja, also Sie alle kennen das Gesetz, es war seit Februar in der Frühkoordinierung, es hat seinen Weg in die Öffentlichkeit ja gefunden. Es hat keinen offiziellen Status gehabt und ich möchte, dass es jetzt einen offiziellen Status hat, dass man offiziell darüber reden kann. Das habe ich jetzt auf den Weg gebracht. Hätte ich das in den 2 Wochen vor der Wahl gemacht, wäre es als Aktionismus gewertet worden. Deswegen habe ich gesagt, wir machen es dann aber auch zeitnah nach der Wahl, dass wir ein Klimaschutzgesetz machen wollen. Dass das im Koalitionsvertrag steht, das ist alles überraschungsfrei. Ja? Also das haben wir entschieden, bevor wir wussten, wie die Europawahl ausgeht. Das war nämlich über den Koalitionsverhandlungen im letzten Jahr. Ich möchte, dass da jetzt auch endlich was passiert. Und deswegen ist, glaube ich, der Tag nach der Wahl eine gute Möglichkeit, den Druck dann auch entsprechend zu erhöhen. Mein Name ist Wackett von Reuters. Mich würde noch mal interessieren, auch im Zusammenhang mit CO2-Steuer oder Steuern insgesamt, inwieweit Sie da den Finanzminister an Ihrer Seite haben. Sie wollen ja, dass die CO2-Steuer sozusagen an die Menschen zurückgegeben wird in einer Form. Aber klar ist ja auch, die Senkung der Stromsteuer wird von vielen gefordert und auch im Gegenzug. Und klar ist ja auch, dass die Einnahmen aus der Mineralölsteuer deutlich sinken werden, wenn wir den Klimaschutz wollen. Das heißt, es werden gewaltige Milliardensummen dem Haushalt wegbrechen. Wie soll das denn, wie wollen Sie den Finanzminister da mitnehmen? Denn die Ausgaben, die Sie da einsparen für das Thema CO2-Zertifikate, machen das ja nicht wett. Mikros gleichzeitig an, sonst geht's nicht. Danke. So, der Finanzminister sieht natürlich sehr genau, was sich gerade alles verändert. Er sieht die Höhe der Strafzahlungen, die, das sind ja eigentlich keine Strafzahlungen, aber er sieht die Ausgaben, die wohl möglich auf uns zukommen, wenn wir Verschmutzungsrechte bei anderen kaufen müssen. Und das sind sehr schnell sehr hohe Beträge, die dort dann aus dem Haushalt geleistet werden müssen. Und er sieht auf der anderen Seite auch, dass sich über den Klimaschutz und die Veränderungen, die wir in der Gesellschaft jetzt sehen werden, auch Steuereinnahmen verändern. Und deswegen arbeitet er ja auch selber daran, sozusagen den Finanzbereich nachhaltiger zu machen. Auf der europäischen Ebene wird das diskutiert unter dem ganzen Begriff Sustainable Finance, also wie man mehr Mittel auch für Klima, für Umweltschutz generiert. Der Finanzminister selber ist aber auch klar in der Diskussion darüber, was bedeutet das eigentlich für die Veränderung der Finanzen generell in Deutschland. Weil ich meine, dass wir Ausgaben haben werden und dass die weiterhin auch nicht sinken werden, sondern mit den Herausforderungen des Klimawandels eher steigen, ist doch klar. Und deswegen muss er auch darauf achten, dass die Einnahmequellen stehen. Wir sind da in engem Austausch miteinander und der CO2-Preis kann da nicht die einzige Antwort sein. Auch da gilt wieder, es ist weder die einzige Antwort für die Gebäude, noch für den Verkehr, noch für die Finanzen. Es ist ein Baustein, der einen Beitrag leistet, aber wirklich auch nur ein kleiner Baustein. Ja, Frau Schulze, ich habe nochmal nachgeschaut. Also Sie haben bei einer Veranstaltung mal 30 bis 40 Euro pro Tonne CO2 genannt. Das ist hier mehrmals zitiert. Kann ich Ihnen gern vorlesen. Also hier gibt es Kollegen, die das sagen. Sie werden hier wörtlich zitiert. Ist denn das jetzt eine Benchmark für Sie, wo es losgehen könnte? Und könnten Sie mal noch deutlich machen, bei der Landwirtschaft, sagt die Studie, müssten wir auch was tun. Wie will man denn den CO2-Preis bei der Fleischerzeugung messen? Weil das ist ja sehr schwierig. Also es gibt noch kein fertiges Modell. Ich habe auf Fragen aus dem Publikum, in welcher Range bewegt sich das, immer wieder gesagt, dass es nicht die Range ist, wir fangen mit 500 Euro an, ja? Sondern dass es sich eher in einem unteren Segment zum Anfang bewegen muss. Aber ich habe es wirklich noch nicht komplett und es nutzt auch nichts, jetzt einfach Zahlen in die Luft zu bringen, weil wir brauchen ein ausgereiftes Konzept. Also jeder, der sagt, man kann einfach 200 Euro sagen und dann funktioniert das irgendwo, den kann ich nur sagen, 3 Forschungsinstitute sitzen da gerade mit rauchenden Köpfen dran, das so hinzubekommen, dass es in unser Steuersystem passt, dass es verfassungsrechtlich passt, dass es wirklich so ist, dass kleine, mittlere Einkommen nicht zusätzlich belastet werden, dass wir die Pendlerströme beachten, dass wir beachten, wie Mieterinnen und Mieter davon betroffen sind. Das deutsche Steuersystem hat eine gewisse Komplexität und die muss man einfach auch beachten. Und da ist es nicht mit einer Ziffer leider getan. Was kann man in
in der Landwirtschaft tun? In der Landwirtschaft liegen erste Vorschläge ja schon vor, die Frau Klöckner ja auch schon übermittelt hat. Es ist ganz zentral in dem Bereich, die Senken zu erhalten, die wir haben. Moore zum Beispiel oder Wälder binden sehr viel CO2. Je nachdem, wie man sie bewirtschaftet, also legt man Moore trocken, geht man sehr stark in Abholzungen hinein, nutzt sehr viel Holz sozusagen, was wir in unseren Wäldern haben, bedeutet das, dass deutlich mehr CO2 freigesetzt wird. Und deswegen ist es wichtig, Senken zu erhalten, Senken auszubauen, in der Art und Weise der Bodenbewirtschaftung Methoden zu wählen, die eher CO2 binden, als sie CO2 sozusagen freisetzen. Um diese Themen geht es vor allen Dingen bei der Reduktion von CO2 im Landwirtschaftsbereich. Ich möchte ganz gerne noch mal ganz kurz basic zu den Daten zurück. Wenn es keine Unterschiede zwischen Ost und West gibt, kann man Unterschiede erkennen zwischen jung und älter und kann man Unterschiede erkennen zwischen Frauen und Männern? Und da würde ich dann vielleicht wirklich auch mal an Frau Gellrich weitergeben. Wir haben wie immer auch die Milieus unterschieden und jung und alt und Frauen und Männer, und diese Unterschiede gibt es. Bei allen Vertiefungsbereichen wurde das abgefragt, und jetzt gebe ich mal, weil ich die Zahlen nicht alle im Kopf habe, oder die Ergebnisse an Frau Gellrich weiter. Genau, also vielleicht noch einmal zurück zu der Frage nach Unterschieden zwischen Bürgerinnen und Bürgern in ostdeutschen und westdeutschen Bundesländern. Ich habe gerade mal einen Blick nochmal in die Daten geschaut. Also es zeichnen sich hier und da ein paar kleinere Unterschiede ab. Grob zusammengefasst kann man sagen, dass im Einstellungsbereich, also eher sozusagen auf dieser kognitiven und naja, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun, dass da eher die Westdeutschen stärker zustimmen. Auf der anderen Seite haben wir auch viele Fragen, die sich auf konkreteres, umweltrelevantes Verhalten beziehen. Da schneiden tendenziell die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger besser ab. Also das ist so grob so ein bisschen das Bild, das sich da zeichnet, wenn man nochmal genauer in die Daten reinschaut. Aber letztlich die Unterschiede sind nicht so groß, als dass man da die als besonders bedeutsam herausstellen müsste. Was die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und auch verschiedenen Altersgruppen angeht, ich würde auch gerne einmal hinweisen auf Kapitel 6 bei uns in der Broschüre. Da haben wir ein neues Messinstrument, eine Skala zur Erfassung des Umweltbewusstseins vorgestellt, mit dem wir auch über die nächsten Jahre hinweg versuchen wollen, da eine konkretere, belastbarere Zeitreihe aufzubauen, um zu schauen, wie sich das Umweltbewusstsein auf drei Dimensionen, also einmal kognitiv sozusagen von der rationalen Bewertung her, aber auch sozusagen affektiv, also ärgert mich das, macht mich das wütend oder bin ich traurig oder freue ich mich über positive Entwicklung, und eben auch diese Verhaltensseite, die sozusagen die konative Dimension. Und auf Seite 71 in der Broschüre sehen Sie das aufgeschlüsselt nach männlichen und weiblichen Befragten, und interessanterweise schneiden in allen drei Dimensionen die weiblichen Befragten positiver ab, also zeichnen sich durch ein leicht höheres Umweltbewusstsein aus, das auch statistisch signifikant ist. Und zwischen Jüngeren und Älteren gibt es teilweise auch Unterschiede. Interessant ist, dass wir eigentlich eher so eine zweigipfelige Verteilung haben. Also wir sehen zum einen gerade in der allerjüngsten Altersgruppe, bei den 14- bis 19-Jährigen, zum Beispiel, dass da das Thema Klimaschutz einfach ein sehr großes Thema ist. Das spiegelt eigentlich auch gut die Fridays for Future-Bewegung auch wieder. Also wir sehen, dass das Thema Klimawandel, Klimaschutz ist für die ein sehr großes Thema, das sie sehr bewegt und sehr wichtig finden. Und auch bei der Energiewende zum Beispiel haben wir diese Frage, wie wichtig, welche Priorität sollte eine schnelle Reduktion von Treibhausgasen haben. Und auch da ist bei den jüngeren Menschen durchweg, egal sozusagen, ob sie jetzt eher, wie wir sie nennen, jung idealistisch oder jung und pragmatisch sind, Treibhausgasreduktion hat einfach eine sehr hohe Priorität in der jüngeren Generation. Andererseits ist es auch gerade die ältere Generation 70+, die auch zum Teil auch sozusagen durch einfach die Generationenprägung, durch noch die Kriegs- und Nachkriegserfahrung einfach auch noch, einen anderen Lebensstandard kennengelernt hat, auch noch weiß, wie es ist, auf bestimmte Dinge verzichten zu müssen, die noch nicht viele Dinge als selbstverständlich jederzeit verfügbar so verinnerlicht hat, und auch insgesamt einfach durch sparsamere Werte, aber auch durch einen sparsameren Lebensstil auch auffällt. Ja. Genau, ich brauche eine kleine Frage zur oder bitte um eine Lesehilfe für die Studie.
Sie haben ja geschrieben, kein Aber, aber jedes Engagement für Umwelt hat ja einen gewissen Preis. Also wenn ich Umwelt schützen will, muss ich zum Beispiel den Müll trennen. Haben Sie auch die Opferbereitschaft oder Leistungsbereitschaft abgefragt? Weil mich erinnert das Ganze so ein bisschen gerade an so Datenschutzdebatten. Alle sagen, ja, mehr Datenschutz ist toll, und dann ist die DSGVO da und es beklagen sich doch alle. Inwieweit ist das jetzt sozusagen vielleicht doch ein bisschen einseitig oder übersehe ich vielleicht etwas? Konkret abgefragt, aber wir haben doch das, was Frau Gellrich gerade ausgeführt hat, diesen Dreiklang zwischen affektiven Einstellungen, also emotionalen Haltungen, dem kognitiven Bereich, also das Wissen um Umweltzusammenhänge und dann dem tatsächlichen Verhalten schon einen Überblick, wie sich das widerspiegelt in der Bevölkerung. Und das definieren wir ja dann auch als Umweltbewusstsein. Also wie drückt sich das, was man weiß oder das, was man will, wofür man brennt, wie drückt sich das im konkreten Verhalten aus? Und da haben wir eben diese Diskrepanz im Verkehr, auf die ich eingegangen bin, wo deutlich wird, dass das zwar gesehen wird, aber dass eine Mehrheit weiterhin das Auto nutzt, weil es erstens einfacher ist und da spielen auch Kostengründe durchaus eine Rolle. Also indirekt ja. Ich hätte noch mal eine Frage zur Ausgestaltung. Wie würde es denn sein für die Bereiche, die jetzt im europäischen Emissionshandel sind und eine CO2-Steuer national eingeführt wird? Sind diese Bereiche dann ausgenommen oder würden die dann nur ein Delta zahlen, beziehungsweise was wiederkommen? Die allgemeine Diskussion über einen CO2-Preis bewegt sich eigentlich nur außerhalb des ETS. Also der ETS als europäisches System, dort wo Firmen Verschmutzungszertifikate kaufen und dann den Non-ETS-Bereich, für den wir jetzt ja auch klare Zielvorgaben der EU haben. Und über diesen Non-ETS-Bereich, darum geht auch im Kern das Klimaschutzgesetz. Also das ist der Bereich, der eben nicht europaweit einheitlich bisher geregelt ist. Stehen im Garten.